Ja. So. Bin ich jetzt der Meinung, das sieht doch jetzt harmonisch aus, wenn ich jemals richtig raus sollte. Und richtig, richtig. Alles gut von mir. Fertig! Juhu! Cool! Ganz große Einräume. Ja, schon fertig. Jetzt können wir schon ein bisschen einräumen. Wie wir es natürlich richtig ordentlich gestalten, das mache ich dann zu Hause nochmal in Ruhe. Und vor der nächsten Tour zeigen wir das nochmal, wie wir dann genau unser System hier aufbauen. Das ist ja jetzt nur das, was wir so mitgehabt haben. Und dann kommen ja noch ein bisschen andere Kisten drauf. Aber Jürgen, Dankeschön. Ja, also der Jürgen, der gute Mann, der hat uns jetzt das Stauraumsystem eingebaut. Er wird uns das gleich noch mal ein bisschen erklären. Wir haben schon mal ein bisschen eingeräumt. Kommt noch ein bisschen was dann dazu zu Hause. Aber das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ja, hallo miteinander. Also hier dreht sich jetzt beim Kastenwagen um einen Doppelstockauszug mit zwei Ebenen, den man dann immer auch individuell fertigen kann. Entweder wenn einer nur eine Ebene möchte, dann geht es natürlich auch. Aber hier unterm Bett, wenn es für denjenigen um den Stauraum geht, macht es halt am meisten Sinn mit zwei Ebenen. Man kommt dann überall gut hin, so wie man hier sieht, bis zur Heckwand vom Fahrzeug. Haben wir es alles optimal ausgenutzt und ja, was soll ich sagen, das ist halt einfach die optimale Lösung, damit man nicht immer alles rausstellen muss aus dem Fahrzeug, wenn man hinten irgendwo dran muss, sondern man kann das Ding einfach ausziehen und man kommt dann bis ins letzte Eck überall dran. So, ich zeige euch das jetzt mal. Ihr drückt hier kurz die Hebel nach unten, zieht das raus und dann könnt ihr das einfach bis nach hinten rausziehen und da könnt ihr dann so wie ihr möchtet halt stapeln, ne? Ob ihr zwei Kisten nehmt oder eine große oder wie auch immer, es passen zwei Kasten drauf, eure Kästen, die sind, weißt du die Breite? Ja, also der hier, den haben wir so gerichtet, dass die Höhe von 32 cm passt. Das wäre jetzt halt die optimale Ausnutzung, was die Höhe unter dem Bett angeht. Mit der 32er Kiste unten und da drüber in der zweiten Ebene dann eine mit 22 in der Höhe. Und durch die Länge von 120 cm passen jetzt da entweder so eine 60er Box oder zwei 60er Boxen hintereinander drauf oder auch die halbgroßen 30x40er, entweder eine 60er und zwei von den kleineren oder vier von den kleineren, ganz individuell, je nachdem, wie es der Kunde gerne möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zwei Kisten hier. Muss man dann einen halt runterheben, dann kommt man an den unteren ran. Wenn man so verschiedene Sachen sortieren möchte. Und dann könnt ihr das einrasten. Fertig aus. Ist eingerastet, fällt, rutscht nichts, zieht nichts. Oh doch, jetzt ist es eingerastet. Ja. Und da rutscht nichts raus, gar nichts. Und oben
Da kommt bei uns jetzt noch hier eine große Kiste hin. Und wir haben jetzt zum Beispiel diese beiden kleinen Kästen hier. Kann man entweder noch mal zwei von diesen Dingern hier draufstellen, von diesen Kästen, oder halt eine große Kiste mit. Ja, genau. Ja. Die 60er würde dann da auch hinpassen. Ja. Und wie hoch kann man das belasten? Also die Ebene hier hat eine Traglast von knappe 100 Kilo pro Fläche. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wenn er kürzer ist, ist es im Verhältnis größer, weil die Auswirkungen dann anders von der Hebelwirkung sich drauf. Also normalerweise nutzt du das nie aus, glaube ich, oder? Vom Gewicht her nicht, vom Platz her schon. Ja, vom Gewicht her seltenst. Ja. Wir werden zwar oft gefragt und manche sagen, dann weiß nur 100 Kilo, aber 100 Kilo muss man erstmal zusammenbringen. Ja. Ich habe einen Kunden, bei dem haben wir dann nachträglich diese jetzige Ausführung von Teleskopschienen im Doppelboden getauscht gegen eine stabilere Version, die dann 220 Kilo trägt, weil der wirklich den kompletten Auszug, und da muss ich dazu sagen, der ist dann aber auch noch 80 cm breit und 120 cm lang, und den hat der komplett vollgeballert mit Getränke. Und da war es dann schon so, dass der Auszug zwar noch sauber gelaufen ist, aber auf Dauer war man halt da einfach an der Überlegung, ob wir es so machen, und deswegen haben wir da die stabilere Variante ausgewählt. Also wir bitten um die Hintergrundgeräusche, Entschuldigung, aber irgendjemand sägt halt hier und da kann man halt nichts ändern dran. Ja, feine Sache. Ich bin total happy und glücklich. Ich glaube, du auch. Ja, das ist das Beste, was wir bis jetzt im Auto angetan haben. Ja, also die Räumerei, das ist schon immer so eine Sache für sich. Wir möchten uns ganz herzlich beim Jürgen bedanken, ja, dass das so schnell jetzt ging. Ja. Ihr könnt Kontakt aufnehmen zum Jürgen. Das ist, ich verlinke das unten nochmal. Die Firma heißt Weißberg. Ne? Ja. Und ich schreibe euch den Link unten mit unter das Video drunter. Und nächstes Jahr werden wir dann den Jürgen nochmal besuchen, wenn er seine Firma vergrößert hat, ein kleines bisschen. Ja. Und dann werden so wir das. So ist der Plan. Ja, so ist der Plan. Wenn damit der Plan wir dann auch aufgeht, mehr Platz haben für größere Fahrzeuge und damit es halt hier schon in der Hauptstraße etwas ungut mit der Zufahrt, und damit es dann halt einfacher wird, haben wir da eine Veränderung vor. Genau. Und wenn das aufgeht, der Plan, dann werden wir das auch nochmal ausführlich zeigen und berichten. Okay, gerne. Jetzt habe ich noch was, und zwar, damit es etwas einfacher geht, mache ich euch jetzt da noch zwei Handgriffe dran. Dann habt ihr es leichter beim Ausziehen des Auszugs. Und weil das immer so ein bisschen ein Problem ist mit den zwei Riegeln zum Entriegeln und den Auszug dann gleichzeitig zu ziehen, ist es normalerweise am besten, an den Riegeln selber zu ziehen. Aber es ist halt einfach so, damit man nicht abrutscht, besser, wenn da noch ein Griff dran wäre. Okay, ja. Na dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Weil wenn man hier sieht, bei der Bedienung ist es halt zwar so, hier durch die gummierten Hebel ist es schon okay, wenn man sie drückt und dann da dran zieht. Aber wenn man halt einen Griff dran hat, geht es wesentlich einfacher, den Auszug zu bedienen. Ja, und was ist noch zu sagen? Also er ist hier beim Kastenwagen auch im ausgezogenen Zustand arretiert, weil meistens die Kastenwägen halt von Haus aus etwas schräg nach vorne hängen, sage ich mal. Und da kann ich halt jetzt einfach hier drauf arbeiten oder was gut entnehmen und wieder draufladen, als wenn ich jetzt irgendwas runternehme und möchte dann irgendwie wieder nachher was draufstellen und dann ist das Ding wieder reingefahren. Und dann ist es halt zu der Bedienung einfacher in der Variante. Okay. So, hier habe ich noch die Handgriffe. Die werden normalerweise einfach nur geklebt. Die sollten hier auch halten. Wenn der Kleber richtig gezogen hat. Und dann habt ihr es halt wesentlich leichter, das Ganze zu bedienen. So. Dann können wir da Luxus. Sauber damit arbeiten. Luxus. Für die Fingernägel. Ja, ja, schon. So.
Ja, ich finde, das haben wir jetzt für euch klasse umgesetzt. Genau, weil wir haben nämlich das Problem, dass auf der rechten Seite, ich zeige das dann nochmal zu Hause, die Nische, wie so eine Art Radkasten, aber es ist kein Radkasten. Ja, sowas wie ein Kabelkanal, aber ja, der geht ja nicht ganz durch. Ja. Sonst hätten wir halt etwas höher fahren müssen mit der unteren Ebene, aber dann hätten wir da wieder Platz vergeudet. Genau. Und so passt es halt jetzt optimal, dass ihr da die Auffahrkeile und die schmalen Dinge verstauen könnt. Genau. Und gleichzeitig haben wir die optimale Ausnutzung für Tisch und Stühle, dass die dann auch noch sauber seitlich da reinpassen. Genau. Also, und hier ist sogar vorne auch noch ein bisschen Platz. Kann man auch noch was hinstellen. Also es ist optimal gelöst. Wir haben das gut so gemacht. Applaus. Ja, der Jürgen erzählt jetzt nochmal, was er überhaupt alles so, für welche Autos, was er anfertigen kann. Er hat ja noch mehr im Petto als Auszugssysteme. Ja, das ist jetzt ein Auszugssystem, was ich hauptsächlich speziell für die Kastenwägen, sage ich jetzt mal, fertige. Wie gesagt, mit 2 oder maximal 3 kommt halt auf die Höhe drauf an, damit man nicht so viel Stauraum vergeudet. Aber 1 oder 2 Ebenen für einen Kastenwagen machen Sinn, in unterschiedlichen Breiten. Und dann haben wir halt auch das ganze Sortiment für größere, für andere Fahrzeuge, für hier ist jetzt der Kastenwagen, dann für kleine Teilintegrierte, also quasi für jedes Fahrzeug haben wir individuell was im Angebot. Sei es für den Doppelboden der Fahrzeuge als einzelnen Auszug oder dann für Tisch und Stühle, Stuhlhaltesystem für die Heckgarage oder Regalsysteme für die Heckgarage, wo die Boxen dann in einem Regal drin befestigt sind. Solche Dinge. Oder auch für Fahrradhalterungen haben wir auch verschiedene Systeme im Angebot. Also es gibt jede Menge beim Jürgen mal anzuschauen. Webseite? Die Webseite wäre www.weißwerk.com und die E-Mail-Adresse kontakt@weißwerk.com. Da könnt ihr stöbern und gucken, was der Jürgen alles so macht. Ne? Also da haben wir einen kleinen Überblick drin. Ja. Alles wollen wir nicht auf die Homepage bringen, dass es nicht zu viel wird, da eh jeder Kunde dann immer wieder individuell spezielle Ansprüche hat. Und da gehen wir dann halt einfach mit dem Kunden ins Detail. Also schaut mal rein und inspiriert euch, wenn ihr so etwas vorhabt oder Interesse daran habt. Feine Sache. Danke. Ja, danke. Wir haben zu danken.